Ja, war ein tolles Ereignis, muss ich sagen. Die beiden Teams aus Regensburg und aus Freiburg haben wirklich intensiv miteinander verhandelt. Es wurde wirklich gerungen und gefochten. Es war so spannend und die Argumente waren wechselseitig so stark, dass nicht mal sich BGH-Richter eine verbindliche Antwort zugetraut haben. Auf diesem Niveau wurde ja wirklich diskutiert. Wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass wir einen so akademisch anspruchsvollen Wettbewerb heute auf die Beine stellen konnten. Und nach einem Jahr, wo wir auf dieses Finale hingearbeitet haben, muss ich sagen, der 22. EDMC war ein voller Erfolg. Wir haben viele Teams aus ganz Deutschland als Teilnehmer gehabt. Viele Teams haben sich getraut, vor Richter zu treten, vor einer Jury zu treten, sich im akademischen Wettstreit miteinander zu messen. Und ich hoffe, dass wir in dieser Tradition fortsetzen können und dass im nächsten Jahr der EDMC über noch ein weiteres Wachstum verfügen kann und dass das nächste Jahr noch aufregender, noch spannender werden kann und dass wir diesen tollen Wettbewerb so weiterführen können. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Es war natürlich sehr spannend. Wir waren beide sehr aufgeregt, aber es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Ja. Also die Aufregung war, glaube ich, vergleichbar, einfach weil auch die Situation ja jedes Mal neu und ungewohnt ist und man wieder nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Von der Schwierigkeit her war es hier vom BGH nochmal ein bisschen anders, weil halt 5 Richter auf einen losreden, also nicht gleichzeitig, aber immerhin doch durcheinander und immer wieder einzelne Rechtsaspekte beleuchtet haben wollen und man dann einfach dazu kommt, dass man Fragen gestellt bekommt, die man nicht beantworten kann und dann vor diesem Nichtwissen steht und einfach dann irgendwie reagieren muss. Ja, also es ist absolut eine tolle Erfahrung und ich würde es jedem empfehlen, wenn man halt auch diesen Einblick in die Praxis dann bekommt und mal den Fall von der anderen Seite sieht. Und ja, ich finde, es gehört dazu zum Jurastudium. Mhm.